Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Montag, der 2. März 2015. Mein Name ist Norbert Gieso. Ja, wir starten in eine neue Woche, in einen neuen Monat. Und diese Woche ist das astrologisch wichtigste Ereignis der Vollmond am Donnerstagabend. In diesen Tagen, jetzt bis Donnerstagabend, wird die Spannung auf diesen Vollmond voranschreiten, wird zunehmen, wird dichter werden. Und dieser Vollmond in den Zeichen Fische und Jungfrau hat sehr viel mit Vertrauen, mit Spiritualität zu tun, aber vor allem auch mit den Spannungen und Krisen unserer Zeit. Denn am 17. März ist das Quadrat von Uranus und Pluto, was seit einigen Jahren astrologisch für Spannung sorgt, das siebte und letzte Mal perfekt. Das bedeutet, dass die Spannung, die Auseinandersetzung der letzten Jahre, die sehr viel zu tun haben mit einer gerechten Verteilung der Ressourcen, mit Freiheit auf der einen Seite und Kontrolle auf der anderen Seite, mit Regularien des herrschenden Systems im Gegensatz zu dem Wunsch der individuellen Ausbreitung, dass dieser Konflikt wird nochmal ganz nach oben kommen und das kann sich natürlich auf der Welt in vielerlei Krisenherden zeigen, aber auch natürlich in unserem Leben. Und dieses Quadrat wird nun durch verschiedene Planeten aktiviert. Wir sehen hier schon, dass Venus und Mars im Widder auf den Uranus zulaufen und damit auch im Quadrat zu Pluto stehen. Und auch der rückläufige Jupiter hat hier mit zu tun. Und zwar ist das wie folgt. Die Venus als der schnellere Planet, wir sehen, die Venus ist schon 4 Grad weg vom Mars, auch wenn man das hier auf der Zeichnung nicht so gut sieht. Die Venus wird bereits am Mittwochabend in Konjunktion mit Uranus stehen und dann am Donnerstag Vormittag in der Nacht im Quadrat zu Pluto. Das heißt, Venus wird dieses Quadrat zuerst aktivieren und dann ist abends der Vollmond und dann wird in der Woche drauf dann auch Mars nochmal diesen Aspekt aktivieren, bis dann das Quadrat am 17. März perfekt ist. Also viel technischer Krams, womit ich nur sagen möchte, dass hier die Spannung steigen werden, die Konflikte, die Themen, die uns in den letzten Jahren beschäftigt haben, werden jetzt im März nochmal so richtig hochkochen. Damit müssen wir einfach rechnen. Zu den konkreteren Aussagen. Der Mond ist heute Nacht kurz nach Mitternacht ins Zeichen Löwe gewechselt. Dort wird der Mond bis zum Mittwochmittag bleiben. Mittwochmittag geht dann der Mond in die Jungfrau und die heiße Phase des Vollmondes beginnt. Im Löwen hat der Mond im Grunde als Tagesanzeiger der Energie, als der Planet, der auch unsere Bedürfnisse beschreibt, hat der Mond einen hohen Anspruch. Das Leben soll etwas Besonderes sein, wir möchten Lebendigkeit spüren. Und der tiefere Auftrag, der dahinter verborgen ist, ist einfach, die Dinge mehr aus dem Herzen wahrzunehmen, uns auch zu erlauben, das, was hier und jetzt sich offenbart, auch anzunehmen und auch zum Ausdruck zu bringen. Also mit dem Mond im Löwen ist doch ein gewisser Wunsch da, die Dinge zum Ausdruck zu bringen. Vielleicht können wir uns an der einen oder anderen Stelle heute ein kleines Geschenk machen. Und schön ist natürlich hier auch diese Feuerzeichenbetonung, also der Mond in Verbindung mit Mars, Venus. Das heißt, wir haben hier tatsächlich sehr viel Feuer und über Sonne, Neptun sehr viel Wasser. Feuer und Wasser kommen zusammen. Also einerseits die starke Emotionalität, das sich zurückziehen, das nach innen gehen und andererseits die Feuerenergie, das nach außen ausdrücken, Expression, auch gewisse Spannung und einfach eine Grundenergie. Gut, dann wünsche ich uns allen heute einen schönen Montag, einen tollen Wochenanfang und sage Tschüss, bis morgen.